A story which will never end as long as the dynasty continues. Hallöchen, willkommen zurück zum sechsten Part von Medieval Dynasty. Ich bin euer Nobody, nicht vergessen. Und ja, im letzten Teil haben wir ja unsere kleine Siedlung hier ein bisschen erweitert. Wir haben da zum Beispiel das Haus noch hingestellt, damit wir die ersten Dorfbewohner für unser Dorf anwerben können. Und ich würde sagen, wir rüsten uns nochmal mit unserem Jagdwerkzeug aus. Und gehen dann mal rüber nach Denica. Hier. Haben wir sogar auch wieder zwei Quests, sehe ich gerade. Versuchen mal Leute anzuwerben und machen dann hier in dem Gebiet noch gleichzeitig die Jägerquest hier in die Wildnis fertig. Müssen da noch die Sachen ausrüsten. Dann können wir direkt zwei Sachen auf einmal erledigen. Übrigens ist ja auch der neue Patch jetzt draußen. Ein paar Sachen haben sich geändert, wie zum Beispiel die Haltbarkeit hier der Speere. Hat man ja gerade schon gesehen, da stand jetzt 25% und nicht mehr 33%. Also man kann einmal mehr werfen jetzt mit denen. Boah, finde ich so. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist okay. Werden sich wahrscheinlich wieder genug Leute beschwert haben. Das Übliche halt. Und ja, es sind zum Beispiel noch ein paar Sprachen zum Spiel dazugekommen. Das ist jetzt eher uninteressant für uns. Ein paar Gebäude haben noch neue Funktionen dazu bekommen, in dem Sinne, dass wir die jetzt auch steuern können, wie viel von was produziert werden soll. Das ging ja noch nicht bei allen Gebäuden. Also Kleinigkeiten. Bretter sind jetzt ins Spiel reingekommen, die man ja schon teilweise überall in den Dörfern rumliegen gesehen hat. Die braucht man, soweit ich jetzt gerade weiß, auch für das hölzerne Dach in der dritten Stufe dann. Das war ja vor dem Patch, hat man nur die 7 Rundhölzer gebraucht, genau wie das mittlere Dach dann. Und da müssen aber jetzt fürs letzte Dach auch Bretter dann hergestellt werden. Das war halt vorher nicht. Sowas hat sich geändert. Verschiedene Sachen. Ich überlege, ob ich da noch ein Video zu mache. Aber ansonsten kann man es ja auch auf der Steam-Seite ganz easy nachlesen. Halt noch ein paar Fixe. Bugfixes dabei gewesen, so rum. ja. Die üblichen Sachen halt, ne, wenn ein Spiel im Early Access ist. So. Sind wir ja jetzt hier in dem Waldstück. Würde ich mal gucken, ob wir noch zwei Füchse finden. Vor allem, wo es jetzt noch hell ist. Ich hoffe natürlich, dass sie die Tierwelt nicht groß umgeändert haben. Das habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so im Kopf oder auch gezielt gelesen. Ah, da haben wir doch einen. Ja. Haben wieder daneben. Ah ja, der war ja eh schon quasi kaputt. Da läuft er. Auch ein paar Tage nicht gespielt, schon wieder das Zielen verlernt. Aber hier sind noch ein paar. Ist ja nicht so, dass wir keine Auswahl hätten, mein J. Was ist denn los? Oder haben sie das Zielen jetzt auch geändert? Ich treffe ja gar nichts gerade. Nee, bleib stehen. Ach. Verdammt. Da ist noch einer. Na, endlich mal getroffen, ey. Ah, wo wirft er denn? Hä, wo sind unsere Ein Speer mehr? Kann doch gar nicht sein. Was ist denn? Alle kaputt? Ne, da. Aufheben, bitte. Ist auch kaputt, ist klar. Muss mal unser Messer mal eben hier nehmen. Wo wir nicht treffen, sehr schön. Macht der uns ja eher kaputt, als dass wir den hier mit der Axt probieren. Jetzt haben wir. Mein Gott, ey, was für ein Hackmeck hier. Ich glaube, das mit dem Speer scheint schwieriger geworden zu sein. Haben wir voll verkackt gerade. Ach, gerade der greift uns an. Speere scheine ich alle verballert zu haben.
Okay. Da müssen wir mal eben hier ein Ahorn. Eine Kiefer. Okay, ja. Nehmen wir eine Kiefer. Auch Federn. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Was hat die anderen? Schnell nochmal drei Rundhölzer herstellen. Kaum zwei, drei Tage nicht mehr gespielt, schon ist wieder alles neu. Ach, Gerd, hier einmal ausrüsten bitte. Danke. Da steht er noch. Bleib bitte stehen. Ah, Balltreppe. Ja, also ich habe jetzt so direkt mal ein bisschen höher gezielt. Das scheint es wohl schon gewesen zu sein. Den Speer kriegen wir auch noch zurück, wenn wir nicht rausziehen, okay. Habe ich eben nämlich auch nicht drauf geachtet. So, da ist der Nicker. Dann müssten ja irgendwo hier die Schweine gewesen sein. Schauen wir doch mal. Na, wo seid ihr? Da haben wir sie doch. Da steht der Erste. Naja, höher werfen, ne? Nicht vergessen. Oh, das war aber. Oh, sind sie robuster geworden. Jetzt haben wir sogar schon drei gebraucht. Einer ist kaputt gegangen, sollten wir uns besser nochmal neue herstellen. Also scheint sich wohl auch ein bisschen was von der Balance geändert zu haben. Ne, drei Speere zurückbekommen. Oh, drei Stück, okay. Ja, dann probieren wir da erst nochmal unser Glück. Ja, wenn wir dann noch eine Sau sehen würden. Glaube ich, unser größeres Problem gerade. Waren doch so viele gewesen. Ja. Scheint wohl nur noch die eine aktuell zu sein. Weil wirklich noch eins sehen tue ich nicht. Würde ich sagen, gehen wir erstmal nach den Nika. Schauen wir mal, ob wir jemanden anwerben können. Keine Sau mehr zu sehen. Da waren nur so viele hier gewesen vorher. Naja. Lässt sich ja nicht ändern gerade. Da ist das Dörfchen. Lagerfeuer, so der Dorfplatz meinte ich eigentlich. Die beiden können wir. Ja, ist ja eigentlich nur Ludwig hier interessant. Gucken wir mal. Ich schaffe eine neue Siedlung. Gute Sache. Ich kann nicht gut zustimmen. Also 70, okay. Ja, müssen wir gucken, dass wir die Zustimmung noch was hochkriegen. Ja, beides nicht so die Welt. Aber die haben ja ihre Felder. Da probieren wir das mal. Ja, passt. Plus 5. Ja, nehmen wir lieber nochmal die Felder bei. Dann haben wir 60. Okay. Ja, das war jetzt relativ einfach, würde ich sagen. Und ja, wir sehen uns dort. Sehr schön. Einwohner, ja. Das kennen wir. Dann haben wir unseren ersten. Der Ludwig. Der, ah, was habt ihr? Habt ihr euch gerade verbeugt? den Ludwig, der läuft jetzt zu unserem Dorf.
Den können wir ja dann eigentlich auch schon mal direkt zuteilen. Kein Essen. Oh, wir haben kein Essen da reingelegt. Scheiße. Haben wir wieder was vergessen. Oh Mann. Ja, wir tun den nochmal schnell zuordnen. Am besten in den Holzschuppen erstmal, würde ich sagen. Ja, hat er auch eine 3, das ist das Beste, was er hat. So, ja, jetzt der Ludwig Holzfäller. Okay. Haben wir das schon mal gemacht. Ist natürlich doof, dass wir jetzt vorher kein Essen ins Lebensmittellager gelegt haben. Das war nicht so clever von uns. Was hast du denn hier noch für eine Quest? Das können wir für dich tun. Meister, darf ich dich etwas fragen? Was gibt es, mein Kind? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen. Aber dazu fehlen mir Gegenstände und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Okay. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ja, ich glaube, das können wir gebrauchen. Ich werde es dir bringen. Du musst versprechen, nichts Dummes zu tun. Okay. Genau wie Papa. Was will er denn haben? Verkehrt. Eine Steinaxt. Ja, das werden wir wohl hinkriegen. Stöcke haben wir noch ein bisschen. Müssen wir noch zwei. Obwohl, können wir unsere eigene Steinaxt geben. Ja, haben wir es doch schon erledigt. Cool. Bisschen wieder was für unsere Dynastie getan. Sehr schön. So. Müssen wir trotzdem mal eben noch ein paar Stöcke einsammeln. Wir uns gleich eine neue Axt herstellen können. Und zwei Steine brauchen wir, ja. Ich glaube, Stöcke haben wir jetzt genug. Und ob wir hier noch zwei Steine finden. Ich glaube, hier waren ja irgendwo Steine gewesen, ne? Als wir die ganzen Bäume gefällt hatten. Da hatten wir ja genau das, ein Stein. Auch eine neue Axt, glaube ich, gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere. Na, da. Schnell eine neue Axt herstellen. Legen wir die auch schon mal an. So. Speere haben wir ja noch. Gucken wir mal, ob noch ein Eber hier dazugekommen ist. Oder der eine wieder neu da ist. Wir machen uns gleichzeitig auf den Weg zurück, dass wir was zu essen ins Lebensmittellager legen. Damit die Guten uns nicht verhungern dann. Zumindest der Ludwig aktuell. Das. Kein Schwein zu sehen, ne? Nichts da. Natürlich doof. Weil ja beim letzten Mal ja so viele waren. Aber wenigstens konnten wir die Füchse fertig machen. Dass wir da 3 Stück von hatten. Dann gehen wir mal zurück. Wir hatten ja noch. Irgendwo hier an der Stelle müssten ja auch noch Schweine gewesen sein. Zumindest war das ja in den letzten Nächten so gewesen. Mal schauen, ob das immer noch so ist. Wäre natürlich schön jetzt, wenn das noch immer so ist. Und hier sind wir wieder am Fluss. Weiß aber nicht mehr genau, wo das da war. Kann ich jetzt nur vermuten, wo das war. Ich hab's nämlich echt vergessen. Aber ich meine, irgendwo hier war das gewesen. Ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, hier vorne war das, glaube ich. Kann natürlich auch sein, dass es vielleicht noch nicht spät genug ist.
was danach aussieht. Oder sie haben es halt geändert. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Aber gerade ist kein Schwein hier. Ja, das ärgert mich, ey. Aber die Rehe laufen ja auch noch rum. Die waren ja bei Nacht weg gewesen. Das sind wahrscheinlich zu früh. Dann gehen wir erstmal schnell zu unserer Hütte. Beziehungsweise unser Dörfchen. Ist ja mittlerweile mehr wie eine Hütte. Und tun da was zu futtern ins Lebensmittellager. Hätten wir jetzt eben nicht nachgeguckt, hätte ich das vergessen. Ey. Da wäre der Ludwig wieder sofort abgehauen. Bin ich jetzt halt mal ein bisschen am gucken, aber keine Schweinchen zu sehen. Wir hatten ja hier hinten noch irgendwo welche. Hinter unserer Siedlung. Werden wir jetzt gleich mal direkt gucken gehen. Aber erstmal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwas zu futtern hier in der Kiste habe. Ja. Nicht wirklich. Nur die 8 Fleisch, die ich jetzt im Inventar habe. Oder habe ich die ins Ressourcenlager getan gehabt? Wenn ich vorstellen kann, aber man weiß ja nie. Ne. Ist nur Pelz und Leder drin, dann schmeißen wir das auch mal direkt drüber. Und die Federn. Ja, schnell ein bisschen Fleisch braten, würde ich sagen. Ich meine, wir brauchen auch schon wieder was. So. Ziehen wir die 8 Stück mal schnell durch. Dann essen wir 4 Stück davon und legen 4 ins Lager. Und müssen auch mal wieder was trinken noch. Und dreckig sind wir auch, sehe ich gerade. So. 1, 2, 3, 4. Wenigstens wieder ein bisschen was im Magen. Na, lass uns raus. Ja, können wir gerade mal wegtun. Ach, hier ist noch jede Menge Fleisch drin. Ha. Nur nicht gebraten. Dann werde ich das mal nachher am Offscreen komplett durchziehen. Da müsste man ja jetzt nicht zugucken, wie ich 32 Fleisch brate. Die Zeit können wir uns auch schenken. Ja, jetzt müsste der ja erstmal... Hört sich schon runter. Ich habe immer noch kein Essen. Auf jeden Fall schon 1 weg, nur noch 3. Ah, jetzt ist es. Okay. Jetzt haben wir es. Will ich aber trotzdem mal schauen, ob wir nicht noch ein, zwei Schweinchen hier oben an unserer Stelle finden. Dann hätten wir auch die Jägerquest hier direkt fertig wieder. Und haben auch ein mehr Gebäudelimit frei. Aber wir haben ja jetzt gerade wieder 7 von 8 schon. Das heißt, wir können nur ein Gebäude bauen. Und der Platz ist ja sofort weg dann. Irgendwo war das doch hier. Da läuft es. Nicht weglaufen. Habe ich nicht gesehen, ne? Aber erst als er sich bewegt hat. Ah. Schon wieder am Arsch der Welt. Jetzt haben wir keinen Speer mehr. Wo ist er denn? Da. Ausdauer zu nehmen. Shit, wo ist der Speer hin? Oh, jetzt haben wir sogar 2, nee, 3 an der Backe. Shit. verdammt, ey. Mal schnell weglaufen. Da war ich wohl ein bisschen zu übermütig. Scheinen sie aber abgeschüttelt zu haben. Mal schnell hier noch ein. Ja, am besten wahrscheinlich 2 Bäume fällen. Na, es hätte jetzt aber auch schnell ins Auge gehen können. Aber die, das Jagen scheint sich doch grundsätzlich verändert zu haben.
eher in meinen Augen ja zum Positiven, wenn das jetzt nicht mehr so leicht ist. Das hat mich ja schon ein bisschen genervt. War ja kein wirkliches Jagen. Einfach einmal ein Speer drauf und die waren ja fast alle kaputt gewesen. Da sind Federn wieder. Eigentlich beim anderen. Ne, sind keine runtergefallen. Stellen wir uns mal eben die Speere her. Und da waren ja direkt drei, das heißt, die Quest haben wir dann sofort beendet. Das ist ja mega. Bin ich schon mal richtig gut. Hätten wir ja gar nicht so weit laufen müssen. Also, ja, müssen wir wieder ausrüsten. So. Bin ich mir gar nicht sicher, wo wir die abgeschüttelt haben. Da muss ja irgendwo hier sein. Ah, da. Kommt sogar schon auf uns zugelaufen. So, Nummer 1. Direkt mal das Fleisch mitnehmen. Das kann ich dann auch gleich verbraten. Und wo sind die anderen beiden? Müssen ja auch noch irgendwo hier sein. Na? Komm, wir brauchen doch nur noch eins. Kann nicht sein, dass die jetzt weg sind. Da läuft was. Aber da ist der noch mit unseren Speeren. Da kommt was auf uns zu. Den einen haben wir noch getroffen. Wir haben den Bauernhof freigeschaltet dadurch. Okay. So. Haben wir sie doch beide. Die Quest. Ah ne. Wahrscheinlich, weil wir die Quest erledigt haben. Müssen wir ein Feld platzieren und eine Scheune bauen. Okay. Ja, Scheune hatten wir eh vorzubauen. Ein Feld haben wir schon. Aber den können wir ja ganz leicht umgehen, wenn wir einfach nur mal so in einer Feld hinstellen, dann ist das auch erledigt. Dann müssten wir ja jetzt auch. Ne, wir haben nicht mehr Gebäudeplätze frei, okay. Haben wir jetzt die falsche Quest im Log gehabt? Ne, ist doch Hauptquest. Okay, das scheinen sie wohl umgeändert zu haben, weil ich meine, bei der einen Quest hätten wir die Gebäudelimits erhöht dann. Also müssen wir erst die machen, dann kommen wir auf 12, okay. Und kriegen dann 250 Dynastiepunkte. Also scheinen ja doch einiges überarbeitet zu haben, so wie es aussieht. Ich will doch. Ist ja die letzte Sommernacht. Okay. Vier Bären, mehr haben wir nicht einsammeln können. Jetzt sind wir im Herbst. Ich wollte es gerade noch sagen. Wir werden nachher wieder zur Hütte teleportiert, aber es war wohl schon soweit und ein regnerischerer Herbst, okay. Ja, dann tue ich die glorreichen vier Beeren, die wir noch sammeln konnten, mal eben ins Lebensmittellager. Da habe ich ein wenig zu spät geschaltet. Aber macht ja nichts. So. 12 Fleisch habe ich noch. Würde ich das erstmal braten gleich. Das lasse ich mal im Inventar. Gehen wir aber erstmal nach den, nicht den Nika Gustovia hier zurück. Schauen wir mal, ob wir da noch jemanden anwerben können. Wir haben ja zwei Plätze schließlich in der Hütte frei. Dann am besten jemanden, den wir auf die Jagd schicken können. Nee. Nee, genau. Ludwig war Holzfäller. Ja, brauchen wir jemanden für die Jägerhütte dann. Das wäre jetzt unser nächstes Ziel, dass die sich dann auch ein bisschen selber mit Nahrung versorgen. Ja, wobei das Fleisch müssen wir ja selber braten. Aber wir können ja mal, wie gesagt, an den Hütten hat sich ja einiges von der Herstellung auch geändert. Ich glaube, die haben jetzt auch das Trockenfleisch eingeführt mit dem Patch, was vorher ja nicht da war. Müssten wir dann mal in die, ja, in die Jägerhütte reinschauen, wie und was sie dann herstellen können. Jetzt haben wir hier nur einen.
Frau hier und die hat natürlich Hackstats. Unsere Ausdauer-Layer. Ich habe noch gar nicht alles begutachtet gerade. Ja. Bei Jagd natürlich sogar nur ein. Ja, das ist ja richtig behindert. Dann gehen wir nochmal eben hier nach Borovo. Ne, Baran. Ne, wie hießen die? Ne, Borovo, so war's, okay. Borovo. Da haben wir sogar noch eine Quest auch, habe ich gerade gesehen. Können wir vielleicht noch ein paar Dynastiepunkte sammeln, je nachdem, was die Nebenquest ist. Hoffentlich kriegen wir jetzt hier noch einen vernünftigen für unser Dorf. Aber immer noch, dass der Wert bei den Leuten, die ich anwerben kann, nicht über 3 ist. Habe ich aber bei anderen schon gesehen, dass sie einen Wert über 3 haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Beim besten Willen. Ah ja, wir haben Herbst. Da kann man ja andere Pilze sammeln. Dann hätten wir noch direkt was zu futtern für die Dorfbewohner. Ja. Muss man wohl erst die Zweige hier eben einsammeln. Auch Pilz. Haben wir die mal zumindest ein paar mitgenommen. Ah, da ist ja schon die Quest. Kann ich aber etwas helfen? Ich habe gehört, dass du selbst hier beim Wettkampf haben wir jetzt leider keine Zeit. Entschuldigung. Wir wollen jemanden für unser Dorf haben. Hier scheint auch nur einer zu sein. Ah, Jagd 2. Auf später für die Fischerhütte könnten wir die gebrauchen. Ja, komm. Probieren wir erstmal unser Glück. Ah, da müssen wir die Zustimmung erstmal hochkriegen. Wie ist in letzter Zeit ergangen? Schon mal plus 10, sehr schön. Ja. Die haben ja keine Felder hier. Weil dabei wird wohl nichts bringen. Gewänder war auch immer so eine Sache, aber bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. Minus 2, war ja. Mist. Wäre zu schön gewesen. Würde ich sagen, von der Uhrzeit reicht es noch. Na? Ah, ich wollte schon sagen, irgendwas funktioniert nicht. Gehen wir nochmal schnell nach Panika. Das ist ja quasi um die Ecke. Probieren da auch nochmal unser Glück. Irgendwo muss das doch klappen. Und dann können wir auch nochmal zu unserer Alina gehen. Nochmal ein bisschen mit der flirten. Dass die dann bald unsere zukünftige Frau wird. Dann Fliegenpilz brauchen wir glaube ich nicht einsammeln. Die sind ja giftig. Wüsste noch aktuell zumindest nicht, wofür man die in dem Spiel hier braucht. Hab ich jetzt einen richtigen Weg genommen? Ja. Haben wir. Sehr gut. Irgendwie das Gefühl auch, dass die Ausdauer noch schneller verbraucht ist, aber das kann auch täuschen, weil ich jetzt 2-3 Tage nicht online gewesen bin. Ja, gucken wir mal. Naja, ich glaube, das täuscht mit der Ausdauer. So, hier müssen wir weiter, meine ich. Ich hätte auch einfach aufs Schild gucken können. Wäre ja zu einfach gewesen. Da hinten ist schon das Dorf. Nehmen wir doch hier die Abkürzung und noch kurz die Pilze wieder mit. Ich weiß ja auch nicht, ob die... Da haben wir noch einen anderen. Wollig echter Reizer, okay. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich eine, die lasse ich jetzt mal stehen, eine ausgewogene Ernährung brauchen, ob das auch noch irgendwie eine Rolle spielt später. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oder also auch noch jede Menge Pilze. So, einen haben wir auch hier wieder, den wir anwerben können. 2 Jagd, 3 Felder bei 3 Diplomatie. Ja. Da nützt ja nichts. Probieren wir mal hier unser Glück.
Wie ist der Gang? Ja, das hat wieder 10 gegeben. Sehr schön. Ja, wieder beides so Mistdinger. Nehmen wir mal das hier. Ho, minus 10 direkt. Okay. Ja, haben wir es wieder verkackt. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch eine gute halbe Stunde um. Dann mache ich hier einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, euer Nobody. Ciao, ciao.